Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile Teil 5. Auch hier werden wir uns wieder neue verrückte Gesetze und Urteile anschauen und wir fangen direkt an mit dem Thema Frauensteuer. Das gilt in der Stadt Memphis im Staat Tennessee der USA, denn da ist Frauen das Autofahren nur dann erlaubt, wenn ein Mann vor dem Auto hergeht und dabei zur Warnung eine rote Fahne schwenkt. Natürlich wird das Gesetz heute nicht mehr so praktiziert werden, es ist aber nach wie vor, wie bei den meisten der Sachen, die wir haben, nicht abgeschafft und könnte streng genommen auch geahndet werden. Dann kommen wir zum Staat Alabama in den USA, denn da dürfen Männer in der Kirche keinen falschen Schnurrbart tragen, wenn das dazu führen könnte, dass andere Kirchgänger lachen. Also müssen die Leute immer darauf achten, dass der Schnurrbart sehr gepflegt aussieht oder dass sie gar keinen haben. Auch hier stellt sich die Frage, wie ist dieses Gesetz ursprünglich eigentlich mal zustande gekommen? Hat das für damals für so viel Unruhe gesorgt, dass man dann quasi die Kirchen schließen musste? Kann man sich einfach quasi nicht vorstellen. Drittens, im Staat Virginia in den USA dürfen verheiratete Männer sonntags nicht fliegen. Ja. Das ist eine tolle Sache, wird garantiert auch nicht so praktiziert werden. Da fragt man sich natürlich, wenn man Geschäftsmann ist, ob man dann überhaupt heiraten sollte, wenn man viel unterwegs sein muss. Jetzt zu Corona-Zeiten sowieso nicht mehr, aber das ist ja irgendwann hoffentlich mal ausgestanden. In Belgien hat ein Autofahrer Vorfahrt, wenn er trotz Gegenverkehr wenden will oder muss, solange er nicht langsamer wird. Das heißt, von der logischen Überlegung her, wenn man eine Wendung bei voller Fahrt schafft, ist es halt so nicht nur zulässig, sondern man hat zudem auch noch Vorfahrt. Das klingt schwer, aber ich vermute mal, dass das in der Praxis eher Probleme verursachen würde, wenn man das tatsächlich durchführen würde und mit einer quasi, sagen wir mal, 180 Grad trifft, dann auf die andere Straßenseite rüberzieht. Oder gut, lassen wir das bei dem Thema sein. Ich halte es für sehr gefährlich und glaube nicht, dass das in der Praxis funktioniert. Dann sind wir bei fünftens, Küssen verboten. In Paris, Frankreich, genauer gesagt am Bahnhof Gare du Nord, ich kann kein Französisch, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist seit 1910 das Küssen verboten. Und da habe ich mal nachgelesen, das heißt, ich versuche immer mal nachzulesen, aber es ist bei solchen alten Sachen gar nicht so einfach, das ist tatsächlich wohl mal erlassen worden, weil die, ich sag mal, Abschiedsszenen an diesem Bahnhof, dass Frau und Mann, der eine oder die andere muss halt weg, der andere Partner bleibt zurück. Und die Verabschiedung dann an den Türen hat wohl so lange, sagen wir dann, die Fahrt teilweise verzögert und das war immer häufiger geworden, dass man irgendwann gesagt hat, okay, da müssen wir ab jetzt rechtlich gegen vorgehen, das darf so nicht sein. In der Stadt Miami, im Staat Florida der USA, muss man Parkgebühren bezahlen, wenn man seinen Elefanten an einer Parkuhr festbindet. Also, wenn ihr mit euren Elefanten da mal unterwegs seid, nicht an einer Parkuhr festbinden, sondern bitte an einem Baum oder sonst wo. In der Stadt Virginia Beach, im Staat Virginia der USA, ist es verboten, am Strand zu fluchen. Dafür gibt es extra spezielle Schilder mit der Aufschrift, die ich auch hier abgebildet habe, und sollen das kenntlich machen. Das ist quasi, zwar nicht das Internationale, aber quasi der erste Versuch eines Symbols für Fluchverbot. In der Stadt New York, im Staat New York der USA, ist es verboten, einen Regenschirm aufzuspannen, wenn ein Pferd in der Nähe ist. Klingt jetzt erstmal vielleicht für die meisten unlogisch. Tatsächlich ist es aber wohl so gewesen, dass der Aufspannmechanismus, der macht ja sehr viel Krach, wenn der Schirm dann, sag ich mal, so aufploppt. Und das kann wohl dazu führen, dass Pferde, wenn sie dieses Geräusch hören mit ihren empfindlichen Ohren, dann aufschrecken und quasi früher, wo noch viele Pferde unterwegs waren, heute ja eher weniger, dass sie dann aufgeschreckt sind und es quasi zu Chaos kam. Daher ist ein altes Gesetz, damals hat das noch Sinn gemacht. Heute ist der biologische Grundsinn nach wie vor vorhanden, nur in der Praxis wird halt das Problem eher selten auftreten, dass man in New York dann wirklich ein Pferd hat. Damit kommen wir zu neuntens und gehen direkt nach Deutschland. Genau genommen schauen wir uns den Paragraphen 1 Absatz 2 EKRG, das Eisenbahnkreuzungsgesetz, an. Und da steht wörtlich drin, Kreuzungen sind entweder höhengleich, in Klammern Bahnübergänge, oder nicht höhengleich, Überführungen. Und da sagt sich der logische Betrachter, wozu dieses Gesetz? Ja, natürlich ist das so, es ist entweder höhengleich oder nicht höhengleich. Wozu dieses Gesetz? Es kann sein, dass man hier quasi versucht hat, die Definition damit festzulegen, was ein Bahnübergang ist
und was eine Überführung ist, um das voneinander abzugrenzen. Aber an sich ist dieses Gesetz von der praktischen Seite her unlogisch, weil es halt natürlich nur höhengleich oder nicht höhengleich geht. Das ist wie bei einer Frage, mit die man nur mit Ja-Nein beantworten kann. Wenn es nicht Ja ist, ist es halt Nein. Punkt. Im Landkreis Montgomery im Staat Maryland der USA wird seit 2001 das Rauchen in der eigenen Wohnung mit Geldstrafe bis zu 750 US-Dollar geahndet. Wie das überprüft wird, kann ich nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob das überprüft wird, aber da das noch relativ neu ist und anscheinend noch nicht abgeschafft wurde, ja, ist es in der Theorie strafbar. In Chicago, im Staat Illinois der USA, ist es Menschen, die so sehr krank, verstümmelt oder deformiert sind, dass sie als, Zitat, unansehnliche oder ekelerregende Objekte bezeichnet werden können, verboten, ihre Wohnung zu verlassen. Und das ist ein extrem menschenverachtendes Gesetz und ich hoffe, dass das nicht mal annähernd irgendwie praktiziert wird. In der Stadt Fitchburg, im Staat Massachusetts der USA, ist es Friseuren verboten, einen Kamm hinter den Ohren zu tragen. Auch hier fragt man sich, warum gibt es dieses Gesetz? Wer kam auf die Idee und wieso? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was an einem Kamm hinter dem Ohr so schlimm ist. Damit sind wir schon mal 13. Im Staat Massachusetts in den USA dürfen sonntags keine Windeln ausgeliefert werden. Also wer da Kinder hat, würde, wenn das Gesetz denn wirklich vollstreckt werden würde, am Sonntag einige Probleme eventuell haben. Im Staat Wyoming in den USA ist es verboten, im Juni Hasen zu fotografieren. Warum? Niemand weiß es. In der Stadt Los Angeles, im Staat Kalifornien der USA, ist es verboten, an Kröten zu lecken. Das kann durchaus Sinn machen, weil es gibt ja einige psychedelische Kröten, also Kröten, die ein Sekret absondern, das Halluzination quasi verursacht bei der Aufnahme. Und ich glaube allgemein, um das zu verhindern, hat man gesagt, ehe man jetzt quasi irgendwelche Arten definiert und festlegt und vielleicht auch giftig, weil es macht auch Schaden, dieses Gift, das ist ja ein Gift, hat man das quasi komplett unter Verbot gestellt. Das ist also eigentlich ein relativ sinnvolles Gesetz. Es klingt nur auf den ersten Blick, wenn man das mit diesem Background nicht weiß, erstmal vielleicht ein wenig unlogisch. In der Stadt Paulding, im Staat Ohio der USA, darf ein Polizist einen Hund beißen, allerdings nur um diesen zurückzustellen. Das muss ich jetzt so, jedes Mal schmunzeln. Ich stelle das gerade echt so vor. Der Hund bellt, will nicht rufen, der Polizist beißt den einfach. Einfach nur geil. Das wird zwar nie passieren, aber die Idee ist krass. Im Staat Kalifornien in den USA dürfen sich Tiere nur in einem Abstand von 1500 Fuß zu Kneipen, Schulen oder Kirchen paaren. Mag das vielleicht für domestizierte Tiere noch einigermaßen möglich sein? Ich stelle es mir für Wildtiere doch extrem schwer vor. Und die Frage auch, was passiert, wenn die das dann tatsächlich tun? Höchstwahrscheinlich gar nichts. Im Staat Kalifornien in den USA ist der Verzehr von Eiscreme auf öffentlichen Bürgersteigen verboten. Das Gesetz wurde allerdings schon wieder aufgehoben, weil, ja, macht halt wenig Sinn, ne? Man hat, glaube ich, versucht, hier quasi eine Verschmutzung in durch fallen gelassene Eistüten oder so zu verringern, aber das hat sich natürlich eher wenig durchgesetzt. In der Stadt Washington, im Staat Columbia der USA, sind Dauerlutscher verboten. Wer hier eine Idee hat, warum das so ist, kann sich gerne mal melden. Ich habe überhaupt keine Idee, warum gerade dort. Ich weiß nicht, ob es da einen gesetzlichen Hintergrund gibt oder einen historischen oder einen filmischen. Aber wer eine Idee hat, kann das gerne mal schreiben, das würde mich echt interessieren. Im Staat Illinois in den USA kann man wegen Landstreicherei verhaftet werden, wenn man nicht mindestens einen Dollar bei sich trägt. Also das heißt, du kannst der geilste, reichste, digitale Millionär der Welt sein, meinetwegen, du hast ein massives Bitcoins und hast Haufen Aktien und was weiß ich. Wenn du da aber rein theoretisch in deiner Geldbörse kein Bargeld quasi hast, bist du ein Landstreicher und kannst deswegen verhaftet werden. Das wird bestimmt nicht passieren, aber in der Theorie ist es möglich. Das finde ich total krass. In der Stadt Natoma, im Staat Kansas der USA, dürfen keine Messer auf Männer in gestreiften Anzügen geworfen werden. So, warum?
Kann ich nicht genau sagen. Ich habe herausgefunden, früher waren die Zirkusartisten, die sowas gemacht haben, die fahren die Messerwerfer, hatten dann diese gestreiften Anzüge an. Ja, aber das würde die ja nicht abhalten. Man zieht sich einfach was anderes an und warum nicht auf Frauen und keine Idee. Die Streifen mögen einen schützen, glaube ich aber eher weniger. Im Staat Kentucky in den USA dürfen Frauen, deren Körpergewicht 45 bis 100 Kilogramm beträgt, in einen Badeanzug ein Highway nur dann betreten, wenn sie entweder mit einem Knüppel bewaffnet ist oder von zwei Polizisten eskortiert wird. Auch hier fragt man sich, warum ist das so? Gab es so viele Verbrechen bei Frauen mit diesem Körpergewicht? Und bei der Spanne sollten ja auch in den USA die meisten mit drin sein und die wenigsten drunter oder drüber. Also drunter stelle ich mir noch schlimmer vor als drüber, muss ich gestehen. Ja, niemand weiß es, ne? In Russland muss ein Zug anhalten, wenn sich ein schlafender Mensch nahe der Gleise befindet und so lange warten, bis dieser aufwacht. Müssen wir nicht drüber diskutieren, das wird praktisch nicht passieren, aber es steht so geschrieben und daher kommt es hier in diese Obskuritätenliste hinein. Damit sind wir auch schon bei 24. der Moonwalk on Sundown. In der Stadt Devon, im Staat Connecticut der USA, darf man nach Sonnenuntergang nicht rückwärts auf der Straße laufen. Warum? Auch hier ungeklärt, aber lustige Vorstellung und die Frage, was passiert und wie kann der Tathergang rekonstruiert werden, wenn man es abstreitet. In der Stadt Tulsa, im Staat Rhode Island der USA, darf man sich nur maximal 3 Minuten lang küssen. Ich behaupte jetzt mal, das Gesetz gilt nur außerhalb und nicht auch innerhalb von Wohnungen. Aber selbst wenn, auch hier dürfte der Nachweis, die Durchführung und so weiter an große Probleme stoßen und höchstwahrscheinlich, wenn es denn überhaupt vollzogen wäre, den Täter in der Öffentlichkeit für massiven Stress sorgen. Im Staat Florida ist in den USA ist es strafbar, Sex mit einem Stachelschwein zu haben. Ja, wenn man überlegt, wie kommt ein Gesetz zustande? Und vor allem so ein spezielles, da steht ja nicht Tiere, da steht Stachelschwein. Kann nur sein, dass es jemand mal gemacht hat. Und auch in den USA gilt ja grundsätzlich, wo kein Kläger, da kein Richter. Vielleicht hat jemand tatsächlich den Besitzer des Stachelschweins dann irgendwie angezeigt, weil er sich dabei verletzt hat. Und da gab es eine Geldstrafe und dann kam das Gesetz. Ich habe keine Ahnung, aber solche Gesetze entstehen nicht ohne Grund. Irgendeinen komischen Background gibt es immer. In der Stadt Liberty Corner im Staat New Jersey der USA ist der Sex im Auto zwar grundsätzlich nicht verboten, wenn dabei jedoch die Hupe, egal ob absichtlich oder versehentlich, betätigt wird, kann es zur Verhängung einer Haftstrafe kommen. Also da muss man halt bloß ein bisschen aufpassen, wenn man im Auto Spaß haben möchte. In der Stadt Daytona Beach im Staat Florida der USA ist das sexuelle Belästigen von Mülleimern verboten. Damit kommen wir wieder zu der These, jedes Gesetz wird erlassen, weil irgendwer irgendwann mal was gemacht hat. Den Rest überlasse ich der Fantasie eines jeden Einzelnen, da möchte ich nicht drauf eingehen. In der Stadt Oblong, im Staat Illinois der USA, ist es verboten, an seinem Hochzeitstag mit seiner Frau zu schlafen, wenn man sich auf einem Jagd- oder Angelausflug befindet. Keine Ahnung, warum das schlimm ist, wenn man das täte. Okay, ich kann mir vorstellen, ein paar Jagd- und Angelbegeisterte würden vielleicht an den Hochzeitstag tatsächlich einen Ausflug machen. Ich kann mir vorstellen, eine Frau, die begeistert ist, kommt da auch gerne vielleicht mal mit. Nur warum man dann sich nicht lieben darf, das ergibt für mich eher wenig Sinn. Aber okay, es steht geschrieben, also auf in die Liste. Und das letzte ist das Mannequin Peeping. In der Stadt Liverpool in Großbritannien können Eltern bestraft werden, wenn ihre Kinder unter die Kleidung von Schaufensterpuppen schauen. Das hängt auch ein bisschen mit der, ich sag mal, sexuellen Darstellung und dem Schutz in Großbritannien zusammen, weil da ist es ja auch verboten, quasi nackte Schaufensterpuppen im Schaufenster zu haben, weil das halt als sexuelle Darstellung gilt, die für nicht erlaubt ist. Und abgeleitet davon macht es natürlich dann auch Sinn, dass man hier aufpassen muss, dass die Kinder auch davor dann geschützt werden, wenn man dann schon so konsequent rangehen möchte. Gut, damit sind wir am Ende dieser Liste angekommen. Und ich hoffe, für euch war es wieder interessant. Ihr konntet ein bisschen schmunzeln über diese ganzen krassen Kuriositäten, die es hier gibt.
Und würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Wer mich supporten will, unten in der Videobeschreibung findet ihr ganz viel Hinweis dazu. Daumen hoch ist auch immer natürlich ganz hilfreich. Ihr findet uns auch unter Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Und ich würde mich natürlich über nette Kommentare, Daumen hoch freuen und natürlich das Abonnieren nicht vergessen, damit ihr weiter solche coolen Videos kriegt. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.